Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Reco Play. Zum 199. Mal stellen wir euch heute ein Spiel ausführlich vor, mit dem Sascha heute an meiner Seite. Hallo. Und heute wird's tierisch. Es geht nämlich um die Frontschweine von 2000. Was? Von wann ist das Spiel denn nochmal? Von 2000. Von 2000. Aus dem Millennium-Jahr 2000 für die PlayStation 1. Und Sascha, wir können jetzt sagen, endlich können wir es euch mal vorstellen, oder? Ja, wenn du es so ausdrücken willst. Ja, denn... War doch recht spontan heute. Ja, nein, ihr müsst wissen, der Sascha schwärmt mir von dem Spiel schon seit Jahren vor. Und doch, sicher. Und seit mehreren Retro-Börsen haben wir es auch öfters mal gesehen, und aber aufgrund des hohen Preises dann nie mitgenommen. Ja, das war so dieses Nichtwissende, so, hey, ich bin mal auf einer Börse und ach, ja, sorry, wie Frontschweine. Wurde ja erstmal ausgelacht. Tja. Ja. Ja, das Spiel ist relativ teuer heute. Das ja, stimmt, da kommen wir aber noch zu. Genau. Ja, und das Spiel hier haben wir jetzt für die Aufnahme leihweise zur Verfügung gestellt bekommen von der Anna Konrad. Ganz herzliches Dankeschön an der Stelle. Und wir sind ganz happy, dass wir das jetzt dann doch mal zusammen spielen konnten auch und jetzt euch auch mal hier präsentieren können. Ja. Genau. Es gibt ansonsten nur noch eine PC-Version von dem Spiel. Du hast aber, glaube ich, auch die PlayStation-Version damals gespielt. Ich wusste damals gar nicht, dass es auf dem PC gibt. Siehst du? Ja, erzähl doch mal, was ist das denn für ein Spiel? Worum geht's denn hier? Das ist im Prinzip, wer es kennen sollte, das ist im Prinzip Worms. Genau. Es ist Worms, nur mit Schweinen statt Würmern und in 3D statt in 2D. Genau, also ein rundenbasiertes Strategiespiel, wenn man so will. So ein Militärstrategiespiel. Militärstrategiespiel, so ein tierisches Comic-Kriegsszenario, wenn man vielleicht so will. Ne? Von daher, der Originaltitel von dem Spiel ist auch Hogs of War, also Schweine des Krieges. Mhm. Und das ist eine Reminiszenz an den Spielfilm Dogs of War von Regisseur John Irving aus dem Jahr 1981 mit Christopher Walken damals in der Hauptrolle nach einem Roman von Frederick Forsyth. Das mal so als Hintergrundwissen vielleicht. Ja. Und ursprünglich sollte das Spiel eigentlich mal so ein Combat-Golf-Spiel wohl irgendwie werden, aber eine Tochter, eines der Entwickler, die hat wohl den Film Ein Schweinchen namens Babe ganz toll gefunden, und da hat man sich gesagt, hey, dann machen wir doch lieber irgendwie ein lustiges Spiel mit Schweinen. Ja. Und dann ist halt das dabei rausgekommen am Ende. So kommen die tollsten Ideen immer in die Welt. Genau. Ja, was ist denn hier die Story von dem Spiel? Es gibt tatsächlich sogar eine Story. Es gibt eine Story? Mhm. Dann erzähl mal die Story. Habe ich gedacht, ich leite das galant zu dir rüber, weil du hast das Spiel gespielt und weißt das bestimmt noch. Hey, als ich das Spiel gespielt habe, da war das noch so, ist mir ganz egal, was da passiert. Ich kann mit lustigen Schweinen spielen. Also, es geht um die Inselgruppe Saustalasien im Südpazifik. Und wir spielen im Prinzip jetzt eine von fünf oder sechs Gruppen und müssen das komplette Schweinefraßvorkommen erobern. Das heißt, wir müssen 25 Gebiete einnehmen, die anderen Schweine alle wegkicken. Das Äquivalent zur Weltherrschaft. Richtig, Schweinevorrat. Genau. Aber wie gesagt, die gegnerischen Gebiete müssen wir alle einnehmen im Prinzip. Das ist halt auch so dieser Strategieaspekt natürlich irgendwo da so ein bisschen dahinter. Ja, beziehungsweise Strategie natürlich auch, weil man gucken muss, wie man die anderen aus der Hose schießt oder so, ne? aus der Uniform. Nennen wir es mal Strategie, ja. Genau. Ja, es gibt hier sechs Teams, die angelehnt sind an bestimmte Länder einfach. Ne? An die namhaften Großmächte von. Genau. Genau. Also wir haben Russland, USA, Deutschland, Frankreich, China und Deutschland. Oder hatte ich Deutschland schon? Ich glaube, du hast Deutschland. Also Russland sind die Grunskowskis. Ja. Ja, die haben dann alle so ein bisschen witzige Namen, die alle irgendwie auf Schweine hindeuten. Ja. Die Vereinigten Staaten sind dann die Beefy Boys anstatt die Beastie Boys. Ja, ja. England sind Fish and Ribs anstatt Fish and Chips. Frankreich sind die Pork Uvin, also die Schweine. Also ich weiß, Pork ja, genau, Schweine. Uvin ist ja der Wein, also irgendwas mit... Ist das nicht wie ein italienisches Vino? Vergiss. Es wäre aber das gleiche, genau. Und in Deutschland sind das die Eisbeine. Relativ und die eindeutig. Richtig, genau. Und in Japan sind das die Bonsai-Quieker. Bonsai-Quieker. Genau, da werden wir auch gleich hier in der Verpackung dann sehen, da liegt ein extra Heftchen bei, wo die alle nochmal... Was auch sehr schön ist. Ja, sehr schön und vor allem sehr, sehr ausführlich. Das Heftchen, was beiliegt, ist dicker als die eigentliche Anleitung. Sowas mögen wir ja immer. Ja, auf jeden Fall. Richtig. Ja, wie läuft das Spiel denn hier ab, Sascha? Naja, wir haben, also wie schon anfangs erwähnt, das Worms-Prinzip. Wir haben, glaube ich, 1 bis 4 Teams. Das heißt, wenn man das im Multiplayer spielen wollen würde, braucht man auf jeden Fall den schönen PlayStation-Adapter. Genau, diesen komischen Bumerang. Ja, den Bumerang. Genau. Jedes Team hat eine Auswahl aus 4 Schweinchen, die man wählen kann. Das sind auch verschiedene Klassen. Also ich glaube, es gibt einmal so eine Art Sniper. Es gibt einen relativen allgemeinen...
Jack of all trades Schmutz, die halt so ein bisschen Zugang auf alles hat. Dann gibt es noch einen Artilleristen und der letzte, der mir nicht mehr einfällt. Aber auf jeden Fall, die haben alle dann andere Waffen zugewiesen. Genau, das ist das Wichtige. Ja. Und dann kann man während des Spiels auch noch Kisten einsammeln, wo dann nochmal extra Items und extra Waffen drin sind. Dann haben wir halt den typischen rundenbasierten Ablauf. Das heißt, Spieler 1 ist dran mit seinem Schwein Nummer 1, dann auch Spieler 2 mit seinem Schwein Nummer 1 dran und so weiter und so weiter. Das heißt, jeder Spieler kommt einmal dran mit einem zugewiesenen Schwein. Das rotiert dann immer einmal durch. Und ja, und dann geht es darum, sich gegenseitig auf gut Deutsch die Fresse zu polieren. Das letzte lebende Schwein auf der Landkarte gewinnt immer. Genau, richtig. Beziehungsweise die Mannschaft dann entsprechend. Ja, ja, richtig, genau. Genau, und es gibt auch die Möglichkeit, die Schweine dann abzugraden sozusagen. Das heißt, wenn die sich dann irgendwie im Kampf so bewährt haben, dann kriegen die auch irgendwelche Orden und können dann... wenn eine Runde so lange dauert, ja. Genau, und die können sich dann auch entsprechend ein bisschen ja, einfach verbessern. Also einer kann zum Beispiel dann irgendwie, wie nennen sich die? Sanitäter zum Beispiel werden, dass man andere Schweine dann heilen kann im Kampf und solche Sachen. Also das ist schon ganz, ganz geckig gemacht eigentlich. Und ich glaube, es soll sogar Fahrzeuge geben. Zumindest steht irgendwie der Anleitung, dass es so eine Art Fahrzeugsteuerung gibt. Aber habe ich noch nie gesehen. Wollte ich sagen, so lange habe ich es jetzt auch nicht gespielt. Wir haben das Spiel auch nicht so lange und wir werden es auch nicht so lange haben, dass wir so weit kommen. Nee, ich hatte das auch damals. Ich hatte das gar nicht auf den Schirm, dass es auch Fahrzeuge gab. Aber. Vielleicht haben wir einen Glückstreffer heute und kommen da irgendwie so eine App, wo man sowas hat. Gucken wir mal. Ja. Genau, ansonsten haben wir hier einmal einen Trainingsmodus, ein Einzelspielermodus oder halt den Mehrspielermodus, ja, dann, den wir dann jetzt hauptsächlich bemühen werden, gleich also einfach. Übersichtlich, aber ist auch nichts Schlimmes. Genau, richtig, genau. Und ja, der Entwickler hier von dem Spiel, die stehen hier vorne auf der Verpackung drauf, das ist die Firma Infogrames, die hatten wir auch schon jetzt ein paar Mal. Ganz große Firma heute, gibt es seit 1983, wurden gegründet von Bruno Bonnell und Christophe Sapé. Und ich habe inzwischen endlich rausgefunden, was denn dieses Gürteltier sein soll, warum sie das als Logo gewählt haben. Und zwar so, dass das Gürteltier sich wohl in seiner langen Historie immer wieder an die äußeren Gegebenheiten perfekt anpassen konnte, ja, und so überleben konnte. Und das war so der Grundgedanke, dass sie deswegen auch die Firma, also das soll so der Leitsatz der Firma sein, egal was jetzt in der Weltlandschaft im Computerspielbereich passiert, wir werden uns halt immer irgendwie anpassen und irgendwie immer überleben. Ne? Und haben sie auch bis heute geschafft. Firmenia seither unter dem Namen Atari, seit Anfang der 2000er Jahre, seit sie die Namensrechte gekauft haben und haben auch in ihrer langen Historie jede Menge Firmen akquiriert. Also GT Interactive, Hasbro Interactive, von denen sie dann die Namensrechte von Atari zum Beispiel gekauft haben oder Ocean Software, Accolade oder auch die Firma Gremlin Interactive. Und Gremlin Interactive ist auch der Hersteller hier des Spiels. Da schenken wir uns jetzt heute einfach mal die Infos. Wir haben uns hier gerade vor gar nicht allzu langer Zeit dieses Spiel hier vorgestellt. Monster Truck Wars für den klassischen Game Boy. Mit Kevin habe ich euch das gespielt. Ja, ich habe es für euch gespielt und vorgestellt. Mit dem Kevin. Mit dem Kevin war das, glaube ich. Werde ich hier oben mal verlinken. Da haben wir jede Menge über Gremlin erzählt. Schaut da gerne mal rein, wenn ihr da ein paar mehr Infos haben wollt. Ansonsten kennt man von Gremlin zum Beispiel dieses fantastische Spiel hier, Realms of the Haunting. Ein Ego-Shooter, Horror-Survival, Action-Adventure irgendwie. Also im Prinzip sehr viel ein Resident Evil, nur anders. Ja, genau, aber es ist hat eine extrem gute Atmosphäre. Also das ist ein richtiger Klassiker-Titel, den gibt es inzwischen auch bei GOG oder Steam für, ich weiß es nicht, 2-3 Euro oder sowas. Aber das ist ein Geheimtipp, also wer das Spiel nicht kennen sollte, guckt euch das mal an. Genau wie die Reihe hier, ganz bekannte Rennreihe, damals auf den Heimcomputern, vor allem auf dem Amiga, war das ein absoluter Klassiker, Lotus-Reihe 1 bis 3. Haben wir euch ja auch schon mal einen Teil vorgestellt. Oder zum Beispiel hier ein sehr cooler Action-Plattformer hier, Harlequin, auch auf dem auf dem Amiga erschienen. So. Sieht ein bisschen aus wie Pandemonium. Ja, ein bisschen. Pandemonium, aber in 2D noch. Ja, genau. Ja, genau. Ja, aber es kommt ungefähr hin. Ja, ja. Ja, genau. Ja, und Infogrames war zwischenzeitlich sogar mal drittgrößter Hersteller, neben Electronic Arts und Vivendi Universal, so Anfang der 2000er. Also da hat die Expansion wirklich richtig gefruchtet, genau, ja. Und von denen kennen wir auch jede Menge. Zum Beispiel North and South ist ja so ein Klassiker, den es auch auf der Switch inzwischen wieder gibt. Haben wir damals auf dem Amiga gespielt. Das war absolut, absolut super. Das Spiel habe ich euch vor langer Zeit auch schon mal vorgestellt. Hier Lucky Luke, da gibt es auch ganz viele Teile. Gibt es auch auf Game Boy Color Advance. Und für Super Nintendo gibt es auch einen Lucky Luke-Teil, die, wie gesagt, auch alle von Infogrames. Auch von der PlayStation 1.
Genau, von der PlayStation 1 gibt es auch einen Lucky Luke. Das soll auch ziemlich gut sein. Das habe ich damals auch gespielt. Ja, das habe ich aber tatsächlich noch nicht in der Sammlung. Das wollte ich mir auch mal anschauen. Das ist auch gar nicht so teuer, glaube ich, heute. Mhm. Ja. Dann ein sehr cooles Point-and-Click-Adventure. Hier Prisoner of Ice zum Beispiel. Hier Infogrames. Dann, da erkennt man es noch richtig als Gürteltier, nicht diese Simplifizierung, wie wir sie hier unten dann haben. Ne? Also ich hätte nämlich damals nicht gewusst, dass das ein Gürteltier sein soll. Also ich glaube, wenn man das alte Logo nicht kennt, ist es auch schwierig, das irgendwie rauszuholen. Also ich glaube, unser Chef unterschreibt auch so ähnlich. Ja, genau. Das könnte auch einfach irgendeine kryptische Unterschrift sein. Hier Alone in the Dark, auch eine Reihe von Infogrames, jetzt heute natürlich Atari. Dann haben wir hier Desperados, hier unter dem Namen Atari inzwischen dann schon. Ne? Von 2006 ist das schon, genau. Ja. Oder auch hier Obscure von der Firma Microids ist es, glaube ich, aber dann hier im Vertrieb auch von Infogrames-Schrägstrich Atari gewesen. Ja, werfen wir doch mal ganz kurz einen Blick auf die Coverversion. Da habe ich euch ein paar mehr diesmal zusammengesucht. Unser deutsches Cover finde ich ziemlich cool. Das zeigt auch so ziemlich diesen, also allein schon von dieser Zeichnung, von dem Schwein, diesen, ja, diesen comicartigen Aspekt des ganzen Spiels eigentlich irgendwo. Ne? Wenn man dann guckt, England und Italien, die haben dann entsprechend den Originaltitel Hawks of War und haben dann von, wie heißt der Film? Full Metal Jacket. Full Metal Jacket, genau. Hier einmal dieses Born to Kill ist es ja im Original eigentlich. Hier ist es dann Born to Grill oder to... die schlechten Schweinewortspiele. Ja, Born to Grill und dann hier Nati per Soffritto ist entsprechend dann das italienische Äquivalent. Und die amerikanische Version hat auch nochmal ein ganz anderes Cover. Und das ist auch ein Fingerzeig auf diese, genau, eine Anspielung auf diese ganz bekannte Statue. Ich weiß nicht, aus welchem Krieg sie war. Oder aus welchem Zweck. Die fünf Leute, die Fahne so aufstellen. Richtig, genau. Ja. Wer da das Wissen hat, darf es gerne mal reinkommentieren. Unabhängigkeitskrieg? Möglich, ja. Da bin ich tatsächlich nicht zu tief drin in der amerikanischen Geschichte. Da sind wir zu wenig Amerikaner. Das gebe ich gerne zu, ja. Genau. Ja, dann schauen wir doch mal hier, was uns die Verpackung schon verspricht. Frontschweine, du denkst, du kennst jedes Spiel. Du hast alles Verrückte schon hinter dir. Dann mach dich bereit für eine Kriegserklärung der besonderen Art. Die verrücktesten Schweine dieses Planeten ziehen in den Kampf und du bist mittendrin. Dein Ziel, die Kontrolle über die unendlichen Schweinefraßvorkommen in Neutruckland. Deine Aufgabe, erobere Saustall Asien, eine Inselgruppe im Südpazifik. Dein Team, der verrückteste Sauhaufen, den die Welt jemals gesehen hat, ausgerüstet mit den modernsten Waffen. Denke wie ein Schwein, kämpfe wie ein Schwein und kein Schwein kann dich schlagen. Das witzig-skurrile Multiplayer-Schlachtfest in kompletter 3D-Umgebung brennt dem Gegner eins auf die Schwarte im Kampf gegen deine PlayStation oder gegen bis zu 3 sauguten Freunden. Sehr schön. Ja. Im Singleplayer-Modus sorgen 25 Missionen für spaßige Gefechte komplett in 3D. Exotische Waffen, Fähigkeiten und Gadgets ohne Ende, zum Beispiel das Snipergewehr, Lachgas, Jetpacks, Handgranaten. Lachgas habe ich überhaupt noch nicht benutzt. Also wir hatten so eine Gasgranate, vielleicht, das war glaube ich eher so eine Giftgranate. Ich wollte gerade sagen, das sah eher nach Gift oder irgendwas aus. Ne? Fahrzeuge und Bauten lassen sich benutzen, übernehmen die Kontrolle von Booten und Panzern oder besetze Artilleriegeschütze. Ein Levelgenerator ist in der Lage, zufallsgesteuert unzählige Level zu erzeugen. Kein Spiel gleich dem anderen. Jede Landschaft ist eine neue Herausforderung. Im umfassenden Trainingslevel kannst du dir deine Fähigkeiten testen. Den schenken wir uns aber bei den Trainingslevel. Wir zeigen einfach mal das komplette Spiel. Der aber, glaube ich, trotzdem wichtig ist, weil wie man schon wir gemerkt haben, so in dieser 3D-Umgebung ist es sehr schwer zurechtzukommen am Anfang mit Zielen, gerade die Entfernung einschätzen und so. Das ist echt gar nicht so einfach. Ja. Wobei ich jetzt auch gerade mal sehe, wir haben hier auch hier hinten dieses Bild von der amerikanischen Version noch mit drauf. Ne? Das habe ich hier. Das fällt mir tatsächlich jetzt erst auf, ja, aber naja, gut. Ja, dann schauen wir hier rein. Wie gesagt, hier liegen 2 Anleitungen dabei. Also wer das Spiel komplett haben möchte, der sollte da auch gucken, dass beide Heftchen dabei sind. Man kann sie auch erkennen, weil sie unterschiedlich dick sind und eine andere Rückseite hier haben. Ja. Die Frontseite sieht nämlich genau gleich aus. Ja? Also da, wie gesagt, wenn ihr da den Komplettzustand kauft oder kaufen möchtet, dann müsst ihr da auf jeden Fall ein Auge drauf haben. So, wir fangen mit der Anleitung an. Haben wir hier, auch hier im Hintergrund überall im Übrigen, auch das fällt mir jetzt erst auf tatsächlich, dass wir hier überall das gleiche Symbol haben wie auf der amerikanischen Verpackung. Genau, hier die Story, Voreinstellungen des Spiels hier, damit man überhaupt mal spielen kann. Das finde ich halt immer so witzlos, ne? Wenn dann in der Anleitung selbst nochmal beschrieben ist, was ist denn die Power-Taste, was die Open-Taste, das ist die L-Taste 1 und 2. Alle, die es nicht wissen, die Dreieckstaste ist die Dreieckstaste. Ja, das ist so eine Seite, die kann man sich eigentlich auch schenken. Ja, rechter Stick, linker Stick, Mensch, da wäre man ja von selber nicht drauf gekommen. Naja, wenn du Rechts-Links-Schwächen hast. Ja, okay.
Aber wie gesagt, also dann doch lieber wirklich X-Knopf schießen, keine Ahnung, steuern, laufen, irgendwie sowas. Vielleicht haben sie halt erst die Anleitung zugeschnitten und gemerkt, wir haben eine Seite zu viel. Kaum dann. Wer weiß. Wer weiß. Noch was zu. Oder wir haben eine Seite zu wenig, das muss noch gefüllt werden. Naja, dann mach nochmal irgendwie, wie die PlayStation aussieht, ein Bild rein. Ne? Genau, so laden, speichern kann man hier während des Spiels. Genau, wir können springen mit unseren Schweinen. Wir können hier die Fahrzeuge mit der Dreiecktaste benutzen quasi. Mit der L1-Taste kann man die Kamera nochmal dann drehen, entsprechend mit dem Stick. Waffenauswahl und Kampf, das zeigen wir euch dann, wie gesagt, alles gleich im Spiel. Dann hier ein bisschen was über den Spielablauf. Wie gesagt, hier die Map, auf der wir unterwegs sind. Schön die ganzen Ingame-Bildchen in den Ecken. Ja, genau. Genau, dann hier der Einspielermodus, der Mehrspielermodus erklärt. Dann haben wir hier die Schwierigkeitseinstellungen, die sind ja auch ganz nett benannt. Hier mit Frischling, Experte, Metzger. Die Schlacht. Die Schlacht. Genau, erzeugen ist dann entsprechend dieser zufällige Landschaftsaufbau. Mhm. Ja, Level einrichten entsprechend kannst du nochmal modifizieren. Zeitlimit und solche Gewinnbedingungen. Und genau. Die Grundausbildung ist ja im Prinzip dann dieses Training. Schweineränge und Waffenfertigkeiten. Ja, genau, wie gesagt, man kann hier dann in der Artillerie bekommt ein Schwein stärkere Waffen, wird jedoch langsamer. Der Sanitäter kann Schweine heilen. Schwein im Geheimdienst kann sich verstecken und Dinge stehlen, während die Pioniere mit Sprengstoff umgehen können. Ne? Also da kann man die entsprechend nochmal so ein bisschen aufleveln. Ja? Genau, mal hier noch ein paar Spieltipps. Und mal die Schadenswerte nochmal angucken. Genau. Wenn man denn treffen sollte. Falls man treffen sollte. Wir werden wahrscheinlich nicht so oft treffen gleich. Einfach nur mit Snipern spielen, das ist relativ einfach. Genau. Aber man kommt schon ganz gut rein ins Spiel. Also man muss schon, wie du so oft sagst bei Spielen, easy to learn, hard to master eigentlich. Ne? Man kriegt das schon irgendwie hin, da sich durchzuschießen und ein paar Schweine umzuballern. Aber wenn man das also richtig gut spielen möchte, dann muss man da schon tatsächlich ein bisschen Übung investieren. Ja. Ne? Genau, hier nochmal dann entsprechend was über Fahrzeuge und Artillerie. Und hier hinten dann die Credits des Spiels, den Kundenservice, Customer Support, eine freie Notizseite, auf der man sich selbst nochmal was notieren könnte und die Rückseite entsprechend. Genau, und dieses Heftchen hier lag da auch noch dabei und das ist echt ganz aufwendig gemacht, denn wir haben hier einmal die Landkarte. Ihr seht auch, die Flaggen sind natürlich alle nur angelehnt. Ja? Man darf da ja nicht die echten Flaggen benutzen natürlich. Und hier sehen wir es dann, das sind die Port-au-Vin, das heißt die Franzosen. Und hier ist jetzt jeder einzelne Charakter mit Name, Dienstgrad, danke, ich kann es nicht, es ist so klein geschrieben und so dünn, Zitat und ein Profil, also ein kurzer Text. Und das tatsächlich jetzt zu jedem einzelnen Soldaten, der hier im Spiel vorkommt. Das hat echt cool gemacht. Das ist vor allem echt umfangreich, ja? Das heißt, hier hat sich ja wirklich jeder, im Spiel sehen die ja alle relativ gleich aus, die Charaktere, da hat man jetzt nicht so viel Wert darauf gelegt, dass die... Und haben, glaube ich, bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass sie auch eher Zufallsnamen haben. Ja, das kann sein. Dann haben wir hier die Bonsai-Quicker. Aber wie gesagt, hier dann extra auch Zeichnungen für jede einzelne Figur. Und alles halt auch ein bisschen stereotypisch. Ja, natürlich. Der Wantan-San zum Beispiel. Sehr schön. So, dann haben wir hier die vermeintlichen Amerikaner, die Beefy Boys. Das ist halt auch... Gerade die alle irgendwie relativ schlaksig, ne? Irgendwie. Ja. Sehr cool. Dann haben wir hier quasi die Deutschen. Das ist eher so angelehnt an den Ersten Weltkrieg hier fast schon. Mit Spitzhelm und so. Spitzhelm, graue Uniform und alles Mögliche. Und Teddybären. Dann haben wir hier Fish and Rips. Schon witzig, dass das so ein Mayonkenfeld ist. Ja, auf jeden Fall. Na, der Schotte. Ja. Also das ist auf jeden Fall für Sammler ein ganz tolles Objekt, wo man auf jeden Fall gucken sollte, dass man dieses Heft dabei hat, wenn man das Spiel denn jetzt schon für den Preis, den es kostet, heute in die Sammlung nimmt. Das ist nämlich wirklich relativ teuer. Es kostet heute so zwischen 80 und 100 Euro tatsächlich, wenn man es haben will. Da wären wir bei dem Thema Messe und... Oh, ja. Das ist ja scheinbar was eher Selteneres. Genau, ja. Ja, die Fachpresse hat das Spiel damals auch ziemlich gut bewertet. Also die Video Games hat dem Spiel 74% gegeben. In der PlayStation Games hatten die zweimal einen Bericht, also so einen Vorbericht da drin. Einmal einen richtigen Vorbericht und dann, es war quasi schon ein Testbericht, der ging auch schon über 3 oder 4 Seiten. Ja, hatte dann aber noch keine abschließende Wertung.
wahrscheinlich, weil es eine Vorabfassung oder sowas war. War aber schon Grundtenor, super Spiel, kann man wirklich gebrauchen. Und kurioserweise ist danach gar nichts mehr gekommen. Also dann hätte ich ja in der nächsten Ausgabe gedacht, da ist dann jetzt ein Testbericht mit Testkasten. Aber wahrscheinlich genau das. Wir haben jetzt schon so einen umfangreichen Vorbericht gemacht zu der quasi fertigen Version. Dann reicht es jetzt einfach, da muss man keine Note dann die Meinung auch nicht mehr weitestgehend geändert. Und dann, ja, vermutlich schon. Vermutlich, genau. Ja, und die Zeitschrift Fun Generation hat dem Spiel damals auch 75% gegeben. Also guter Durchschnitt, guter oberer Durchschnitt eigentlich. Ich meine, man muss ja auch sagen, es ist jetzt nicht die Welt. Nee, also wie gesagt, was machen will, macht es eigentlich ganz gut. Man muss mit dem Genre halt was anfangen können, natürlich. Mit dem Humor. Mit dem Humor, genau. Und wie gesagt, ja, also ob man jetzt heute wirklich das viel Geld dafür bezahlen will. Ich würde es nicht machen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich würde mir dann tatsächlich eher irgendein Worms-Teil oder sowas machen. Ich denke, das ist dann auch wirklich eher an die Sammler, die halt eine komplette PlayStation 1-Sammlung haben wollen. Genau, oder die es halt wirklich damals gespielt haben und damals wirklich ganz, ganz toll fanden. Ja. Aber wie gesagt, ansonsten kann man da durchaus auch zu anderen Vertretern heute greifen. Worms hat es ja auch in die 3D-Welt irgendwann geschafft. Ja, ja. Ne? Bin ich jetzt gar nicht mehr drin. Ich habe tatsächlich nur den allerersten Worms auf dem Amiga damals noch gespielt. Der war auch in 2D noch, aber den wirklich abendelang. Also der hat richtig Spaß gemacht. Ja, und jetzt schauen wir einfach mal rein in die Frontschweine für die PlayStation 1. Viel Spaß! Sonst können wir diese schöne Musik ja nicht genießen, wenn du jetzt schon anfängst zu quatschen. Ist einfach schön. Hey. Nee, ist auch schön, natürlich. Halt den alten Mund so. Nein, ach Quatsch. Lies doch mal vor, was da steht. Laden. Sehr gut. Kommst in den Laden, laden. Oh Mann, das Niveau ist wieder weit unten. So, da haben wir unser Gürteltier, Infogrames. Genau, ich habe das früher für ein Schiff gehalten oder so. Und da haben wir sie, Infogrames Studios Sheffield House, das ist entsprechend Gremlin, nach der Übernahme durch Infogrames. Und hier haben wir den Chef persönlich, Bruno Bonnell, der präsentiert. Der Bruno. Links, rechts, links, links, rechts, links, rechts, Abteilung, halt, links, ab. Noch nie habe ich einen so traurigen Haufen gesehen. Ihr seid nur aus einem Grund hier und dieser... Achso, muss ich jetzt auch sehen. Aber das machen die doch noch nicht mal im Video. Ja, jetzt sind wieder traurige Haufen. Ich muss sagen, dieses Video ist so übel kodiert. Ja, ja. Aber so übel. Ja, PlayStation 1. Aber so übel kodiert. Aber so übel. Schweinefraß ist das Herzblut jeder Nation. Wer den Schweinefraß hat, hat die Macht. Und dafür kämpfen wir. Was genau bedeutet das für uns? Exakt. Und als Soldaten müssen wir in die Schlacht ziehen. Vernichten mit MGs, mit Bomben, Messern, mit unseren bloßen Händen. Schon eher so die aggressivere Sorte, denke ich. Definitiv, ja. Aber bevor der Spaß so richtig losgeht, erstmal noch ein paar lehrreiche Kurzfilme über alle Eventualitäten des Krieges. Ich mag auch die Erzählerstimme sehr, die jetzt gleich kommt. Armeen marschieren auf. Die Welt erzittert. Weil tatsächlich bin ich mir sogar fast sicher, dass das derselbe Erzähler ist. Oder zumindest ähnlich klingt wie bei Spider-Man 2, was wir auch schon auch gemacht haben. Das kann gut sein, ja. Also von der Wahrnehmung habe ich das. Wieso hast du das nicht recherchiert für diese Sendung? Weil ich jetzt erst wieder diesen Gedanken hatte. Ah, und vielleicht ist es auch gar nicht. Gerade nochmal gerettet, Sascha. Vielleicht ist es auch gar nicht. Und ich bilde mir das nur ein, wie so einiges da anders gut, von der Zeit her wird es ja stimmen ungefähr. Ne? 2000er, wenn er da als Sprecher aktiv war. Frontschweine. Warum das hier nicht mittig ist, das Logo? Und so ein bisschen abgeschnitten ist rechts, ist halt ein bisschen komisch, aber... Ich weiß nicht, ob das irgendwie an deinem Upscaler liegt. Das könnte natürlich sein, durchaus, ja, aber... Das ist ein wenig verschoben. Wenn das so ist, bitten wir das zu entschuldigen. So, du hast den Controller 1. Mhm. Genau, gucken wir uns erstmal ein bisschen im Menü um.
Wir haben einmal das Einspieler, die Kampagne sozusagen, Mehrspieler, Option und Steuerung, relativ einfach. Mit der R1 können wir uns dann noch die Hilfe anmachen und sie auch wieder verlassen. Wahnsinn. Wahnsinn. Steuerung können wir uns nochmal schnell angucken. Also wie gesagt, die Dreieckstaste ist die Dreieckstaste. Und sowas hätte ich halt in der Anleitung ganz schön gefunden, ja, wenn man halt sowas sieht. Und ja, da war das halt dann nur ausgeschrieben, was ja. macht und so halt ein bisschen, ja. naja. Genau, das ist relativ, ja. Simpel. Genau. So, gucken wir uns mal kurz die Optionen an. Soundoption, das übliche Stereo-Mono umschalten, Masterlautstärke, Effektlautstärke und genau. Sprache alles aus. Sollte man auf jeden Fall anlassen, weil... Ja, das macht das Ganze auf jeden Fall deutlich witziger. Richtig. Einfach, ne? So, dann Bildschirm anpassen. Vielleicht können wir hier mal ein bisschen... Ach, guck mal da. Ah, da kommt ja noch was. Ja, guck mal, jetzt sind wir wieder mittig. Und schon haben wir es geklärt, warum das so war. Toll gemacht. Sascha, gut. Man kann ihn behalten. Erstmal selbst loben. Warte. So. Ja. So, dann haben wir noch diese Schulter nie wieder. Haben wir noch Informationen, also die Credits. Den Sauerhaufen, der es gemacht hat. Sehr schön. Weitere Frontschweine. Viele Programmierer. Viele Grafiker. Naja, ne? Wir haben alle ihre Berechtigung in diesem Abspann, aber wir haben dafür keine Zeit. So, und das waren auch schon die Optionen. Sehr schön. Würde ich mal sagen, springen wir mal direkt in Mehrspieler rein, oder? Wie du möchtest. Also ich würde auch einmal ein Spieler gegen den Computer. Könntest du auch erstmal zeigen und dann machen wir gleich gegeneinander. Dann machen wir doch mal ein neues Spiel. Genau. So. Genau, hier können wir erstmal jetzt auswählen, welche der Fraktionen wir denn jetzt spielen wollen. Ich muss mich auch, glaube ich, nochmal revidieren. Bin mir nicht sicher, ob das wirklich Chinesen sind oder ob es nicht vielleicht sogar Japaner sein sollen. Ich hatte Japaner gesagt, oder? Ich meine, ich hatte Chinesen gesagt. Deswegen das habe ich gar nicht mitgekriegt. Deswegen würde ich mich da nochmal verbessern wollen und sagen, ich glaube, es sind Japaner. Ich hätte jetzt auch von einem Haus aus gesagt, dass das Japaner sein sollen. Naja. Gut. Ich wäre jetzt einfach mal für... unsere Nationalität, was hältst du denn davon? Ja, mach mal. Dann sind wir jetzt die Eisbeine. Mach mal die Eisbeine. So, ich. Also, ich will es jetzt einfach so belassen, aber da wir ja hier sind, müssen wir es natürlich jetzt umbenennen. Wenn ich jetzt noch buchstabieren könnte. Ja. Sehr gut, Sascha. Mit Play oder ohne? Wir hätten Platz dafür. Ja, also, wenn wir jetzt einmal ein Spiel vorstellen, wo wir den vollen Namen reinschreiben können, dann tun wir das bitte auch. Dann tun wir das auch bitte. Rekop. Play. So. Okay. Wir hätten sogar noch Platz gehabt, um Leerzeichen dazwischen zu machen. Aber ist in Ordnung, mach jetzt mal. Ist in Ordnung. So, haben wir die typisch deutschen... Jetzt guck doch mal kurz, ob das wirklich Manni, Rudi, Respekt, Kutte, Abseits, Achse... Du meinst in dem Zusatzheftchen? Genau, das würde mich jetzt mal kurz interessieren. Ich glaube nicht. Da sind sie doch. Mach mal Südzück, Manfred Schwartorowski, Kurt Schlei... Schleicher. Kurt könnte Kutte sein, da Manfred könnte Manni sein. Captain Eisbein. Captain. Haben wir, ja. Ja haben wir von Schwartenhorst, den Graf. Nee, den sehe ich jetzt hier nicht. Rudolf Sosshammer. Das ist Rudi. Gerd Spekowski. Gerd? Wir haben eine Haxe heißt, vielleicht ist er das. Jetzt kommt mein Liebster. Borst Tappert. Ja, aber ich weiß einen nicht. Horst haben wir hier nicht, oder? Stehen da. Doch, da hier sind die genannt Rudi. Ede, Kutte. Ja, dann sind das, dann passt das ja. Das die. Abseits ist Reinhold Speckmann. Ah, Abseits, alles klar. Also sie gehen konform mit dem Heftchen, was hier dabei ist. Sehr schön. Gut, dann starten wir nochmal in die Mission rein. Trainieren? Nö. Wir wollen direkt die volle Action haben. So, guck mal hier, Huxland, Saustralien, Kap Keilerkopf, Schwartistan, Neutrokland, Huxland. Hier ist der Meerschwein. Habe ich auch gerade gelesen, ja. So, der Brückenkopf. Wir gehen ihm das Kommando über ein Team von Frontschweinen. Sie nehmen den Kampf um Kap Keilerkopf teil. Ihre Schweine haben je drei Granaten und ein Gewehr samt Bajonett. Zeigen Sie mal, was Sie können. Kisten dann nicht ins Wasser fallen. Ja. Alle Schweine mit der falschen Uniform absolvieren. Abservieren. Naja, also das war für mich ein O, aber okay.